Ja, mein Dorf gescheppert, raus aus dem Autogruber. So, Polizeimeisteranwärter Huber und Polizeiobermeisteranwärter Gruber. So, was ist denn hier passiert? So, Sie da am Lenkrad, stellen Sie sofort den Motor ab. Wohin denn? Motor aus! Hat er Sie gebissen? Motor sitzt? Sie sind ja betrunken! Sie nicht? So, aussteigen, Polizeikontrolle. Wo ist der Verbandskasten? Hat der Wachtmeister ein kleines Aua? Nehmen Sie mich auf den Arm! Oh, so schlimm ist es schon. Okay. Ja, Huber Gruber, damit fängt die Folge an. Wie schön, die beiden Dorfpolizisten hier im Einsatz. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, hier zu Cities Skylines. Wie schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt bei der 29. Folge unseres Longplays. In dieser Folge werden wir Rio de Janeiro ein bisschen verbessern und aber auch das, was wir in der letzten Folge gebaut haben, hier nochmal umbauen. Denn ganz ehrlich, es gefällt mir ganz und gar nicht. Also der ganze Bereich hier gefällt mir nicht so wirklich. Ich würde das gerne alles komplett umbauen. Und aber auch verkehrstechnisch hat das aus der letzten Folge nicht gut geklappt. Hier staut sich alles relativ viel und hier drüben wird die Straße gar nicht mehr benutzt. Ja, also vielleicht mal ein Auto dabei, was hier rüberfährt. Ansonsten ist hier tote Hose. Wir müssen das wahrscheinlich so machen wie bei Ghostbusters, dass wir die Ströme nicht kreuzen, ja, wie hier, sondern dass wir die quasi über und untereinander fahren lassen. Denn die wollen alle in den Hafen, so wie es aussieht. Richtig krass. Schauen wir mal, vielleicht können wir das auswerten. Wie sieht es denn aus? Verkehr. Boah, Alter. Okay. Also hier ist richtig Verkehrsinfarkt. Die wollen alle hier Richtung Hafen. Das müssen wir umbauen. Okay. Ja, wie machen wir das? Ich würde sagen, das Krankenhaus verschiebe ich mal ganz kurz. Hier rüber. Den Park verschiebe ich auch. So, kann der hier noch hin? Schauen wir mal. So. Und dann bauen wir das hier ein bisschen um. So, das muss erstmal weg. Ja, mehr Fußwege waren ja auch gewünscht. Das baue ich dann auch entsprechend mit euch noch. So, das ist eigentlich okay. Vielleicht können wir das nochmal ändern. Ich würde hier gerne einen größeren Kreisverkehr machen. So. Ich mache jetzt nochmal sechsspurige Einbahnstraße mit dekorativen Bäumen. So. Hier rüber. Dass es ein etwas größerer Kreisverkehr wird. Was ist das denn hier? Bibliothek. Nee, die muss auch weg. Erstmal weg. So. Ach, hier der Friedhof. Den muss ich auch entleeren. So, Feuerwehrhaus. Oha. Pack ich mal hier hin. So. Und dann machen wir das nochmal neu, würde ich sagen. So. Dass es einfach schöner wird. So. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen, dass wir hier einen schönen großen Kreisverkehr bauen. Ist das 90 Grad? Also ziemlich, ne? Gucken wir mal. So, ich ziehe das mal ein wenig länger. So. Bis hier und dann nochmal bis da. Snappt nicht so, wie ich möchte. So, und jetzt gerade. So, das ist schon mal gut. So. Dann fährt das auf jeden Fall schon mal hier lang. Jetzt brauche ich die zweispurige Einbahnstraße. So, und die packen wir hier irgendwie mit rein. So. So, dann machen wir das zur Einbahnstraße.
So. Das kann ja ruhig hier zweispurig bleiben. Oh, der Friedhof ist leer. Gut. Entleerung stoppen. Ja, einige hatten geschrieben, warum denn noch Friedhöfe, wenn wir jetzt hier die Krematorien haben. Ich finde das einfach schön. Ne? Es gibt ja auch Hinterbliebene, die ihre Verstorbenen vielleicht mit dem Gießkännchen besuchen wollen. Und ja, das geht natürlich bei so einem Krematorium nicht unbedingt. Dann muss man die Urne sich auf den Kaminsims stellen. Und das ist natürlich vielleicht für einige nicht so gewollt. Ne? So, das sollte jetzt eigentlich schon relativ verkehrsberuhigt sein, das Ganze hier. Das sieht ganz gut aus. Was ist das denn? Ist das die Post? Einkaufszentrum, Boutiquen en masse. Und die Firma. Schön, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die gelben Gebäude, die behalte ich mal. Das gefällt mir ganz gut. So. Und auch hier. Mal schauen, ob wir das ein bisschen farblich gestalten können. Hier das Hafengebiet. So, es ist nur die Frage, ob wir das hier zweispurig lassen oder auch vierspurig ausbauen. Oder sechsspurig vielleicht. So. Vielleicht auch sechsspurig, ne? Dann dicht besiedeltes Gewerbegebiet natürlich wieder rauf. So. Alles klar. Oh, boah, der dreht aber super hier. Mit der Spitze fast an der Kaimauer. Okay. So, Nachfrage nach Wohngebiet. Ja, ja, kommt. Kommt, kommt, kommt. Nur die Ruhe. So, dann setzen wir hier nochmal Gewerbe rein. So. Hier auch. Dann hätten wir das auf jeden Fall wieder geschlossen. So, Wohngebiet. Ja, könnten wir eigentlich auch hier machen, ne? Einfach so, so mal so dicht besiedeltes Wohngebiet rein. Am Hafen. Bestimmt auch nicht schlecht. So. Und dann baue ich das komplett um. Denn ihr hattet ja auch gesagt, es macht jetzt keinen Sinn, Straßenbahnen, Busse und auch Züge auf einen Punkt zu setzen. Ja. Ich hätte ja gerne Straßenbahn etabliert, aber irgendwie kommen wir eh nicht dazu. Also insofern baue ich erstmal alles ohne Straßenbahn und dann machen wir das im späteren Verlauf dann nochmal. Ne? War ich vielleicht ein bisschen zu früh mit Straßenbahnen. So, muss das hier zweispurig sein? Nö, ne? Dann machen wir es lieber auch zur Einbahnstraße. So. Und dann hier wieder raus. Oh, 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 das muss alles weg. Nein, Dornröschenstraße. Das war so schön. So, Kempelstraße, das kommt auch alles weg. Sorry, so. Wir bauen das alles nochmal neu. Grundschule. Die kommt jetzt hier rauf. Schön zentral irgendwo. Am Hafen oder hier. Vielleicht an den Bahnhof so ein bisschen. Die Grundschule am Bahnhof? Ich weiß es nicht. Und Drogenkonsum erlauben? In der Grundschule? Nee, ich glaube, das muss ich auch erstmal ändern. Moment. Sag nein zu Drogen. Drogen sind doof. So. Wo war das? Richtlinien. So. Drogenkonsum muss weg. Das ist nicht mehr erlaubt im Hafen. Also wenn es hier Grundschulen sind und so weiter. Nee, 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 nee. Ganz bestimmt nicht. Nicht mit mir. Nicht mit mir als Bürgermeister. So, hier in der Mitte könnten wir auch noch eine Straße bauen. Das ist ja gut. So. Vielleicht auch hier rein. So. Schön in die Mitte. Zack. Hier nochmal so ein extra Sträßchen. Wir müssen halt nur schauen, dass das relativ verkehrsberuhigt bleibt. So. Die Weltkarte ist jetzt gerade mal nicht zu besuchen. Oh, das Auto ist ins Wasser gefahren. So, öffentliche Bibliothek. Passt es hier hin? Nein, passt es dahin? Auch nein? Oh, ist ja doof. Das ist ja doof. Ich baue das lieber nochmal um. So.
Ja, ist die Frage, wo lang, wo lang, wo lang? Ich mach das jetzt einfach mal freihand, so. Und dann schauen wir nochmal. Oberschule da, Bibliothek. Jetzt passt sie auf jeden Fall hier rein. So. Das sieht doch ganz gut aus. Universität. Passt auch jetzt. So. Dann hätten wir so ein bisschen Unigelände. Das sieht doch ganz gut aus. So. Dann bauen wir die Straße noch mal ein bisschen weiter. Hier passt es nicht ganz mit dem Altersheim. Gut, dass die im Urlaub sind, wenn ich jetzt hier umbaue. Oma Erna und Opa Willi, der hat sich jetzt gewundert. So, und dann bauen wir das bis nach hier. Und dann in die Weltkarte hinein. So. Und von der Weltkarte dann hier hinaus vielleicht. Schauen wir mal. So. Vielleicht ein bisschen mehr Schwung. So. Erstmal, ne? Also das baue ich auch noch komplett aus. Deswegen erstmal so schauen wir mal, wie es aussieht. Das passt eigentlich ganz gut hier mit so einer Brücke. Könnte ja auch San Francisco sein, so ein bisschen Amerika-mäßig, ne? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, schön. Dann haben wir das. So, Strom. Was ist denn los? Um Gottes Willen. Da beschweren sich schon die Leute. So, bevor die beiden nach Hause kommen, ich hoffe, sie finden das Altersheim wieder. Dann platzieren wir das mal woanders. So, passt es hier rein? Nein, passt nicht rein. Es passt aber hier hin. So. Und der Botanische Garten, der gefällt mir eigentlich hier auch ganz gut. Packen wir daneben so Grundschule. Die könnten wir jetzt hier hinpacken. Und die Oberschule auch. Ja, also hier schön so ein bisschen Schulgebiet. So. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, Lärmbelästigung durch den Bahnhof ist natürlich zum Lernen vielleicht nicht so gut, aber gut. Wir müssen Kompromisse machen. So, was ist das hier? Die wollen nicht ausziehen, ne? Die wollen nicht umziehen. Warum denn nicht? So, das Krematorium muss hier irgendwo verschwinden. Ich pack's mal mit hier rein. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das mit dem Kreisverkehr? Ich würde das erstmal abbauen hier. So. Und wir müssen vielleicht hier diesen Hügel auch wegmachen. So. Die Straße kommt auch weg. Und das müssen wir noch stehen lassen. Denn es wird noch entleert. Wo fahren die jetzt lang? Ach, die müssen bis ganz hinten rüber jetzt. Okay, alles klar. Kann ein bisschen dauern, aber egal. Dann können wir in Ruhe überlegen. So, hier haben wir noch öffentliche Bibliothek. Zweimal jetzt. Dann könnte die vielleicht hier irgendwo rein. Richtung Rio de Janeiro. Oder ich sag nur noch Rio, ne? Richtung Rio. So. Wobei das vom Einflussgebiet hier komplett doof ist, ne? Also es ist ja nur bis hier. Und hier oben hat das überhaupt keinen Effekt. Null. Gar nichts. Nur hier. Also Bildung ist hier nicht so wirklich. Eine Grundschule könnten wir reinsetzen. Grundschule geht. Aber wohin? Vielleicht hier zum Botanischen Garten? So.
ist dann die Dorfschule, ne? Und die Oberschule auch direkt daneben. So. Jawohl, dass die auch was Bildung haben dann, ne? Was haben die hier gemacht? Sieht aber auch krass aus. Vielleicht kann ich das so ein bisschen verschlimmbessern. So. Vielleicht geht das ja. Vielleicht können wir das noch ein bisschen anheben. So. Ein bisschen anschrägen. Ah, ändert sich nicht wirklich viel. So. Sieht das natürlich aus? Ich glaube ja, ne? Passt noch. Ja. Ist okay. Ist okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein bisschen mehr Bildung. Und die Häuschen hier finde ich auch ganz schön. Aber diese Riesenbauten, ne, das muss ja nicht sein. Boah, was ist das denn für ein Haus? Du meine Güte. Ah, das gefällt mir nicht so wirklich. Wir könnten hier dicht besiedeltes Gebiet reinsetzen. Wobei der Dorfcharakter dann nicht so wirklich da ist. Aber wir haben ja hier auch schon dicht besiedelt. Gute Frage. Vielleicht machen wir einfach hier so ein paar Hotels hin noch. So. In der Hoffnung, dass es noch einigermaßen okay aussieht. Ich mach's jetzt mal bis zu den Schulen. So. Und das soll noch mal reichen, ne? Ich hoffe, dass es optisch jetzt gut aussehen wird. So, rosa. Ah, das ist auch gut. Rosa passt. Alles Stufe 1. Noch. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr Parks und Bildung. Oh, was geht denn jetzt ab? Du meine Güte. Okay, die Straße fehlt. Ja, aber schaut mal, was ist denn hier los? Oh, was? Was macht ihr denn hier alle? Raus. Du meine Güte, das ist ja wie ein Ameisenhaufen. Okay, so. Die wollen nicht ausziehen, ne? Die wollen nicht weg hier. So. 800 noch. Werden die denn auch weggeräumt, wenn wir jetzt keinen Strom haben? Ich weiß es gar nicht. Brauchen die Strom? Wahrscheinlich, ne? So, Gebäude leert sich, alles klar. Die brauchten Strom, ne? So. Für was auch immer. Dann haben wir das hier, das ist auch sinnfrei. Das muss weg. Am besten so weit weg wie möglich. Pack ich mal hier hin. Jetzt werden wir wahrscheinlich das komplette Müllgebiet hier haben. So, Stufe 1. Wir gucken mal, ob wir die nicht ein bisschen höher kriegen. Dass hier schönere Häuschen entstehen. Aber ist okay, ne? Das ist schon okay. So, jetzt müssen wir hier erstmal den Hügel wegmachen. So, das heißt hier alles einebnen. So. Dass wir einen schönen Kreisverkehr bauen können. Ist nur die Frage, wohin oder bis wohin. Ich würde sagen, ich mache hier einfach mal so eine Kante, da machen wir hier eine kleine Brücke. Oh, hoppala. Schön, ich glaube, die muss ich auch neu bauen. So. Zu viel Erde, ja, okay. Vielleicht können wir hier noch so eine kleine Erweiterung machen. Wie so ein Skigebiet. Ne? Dass wir hier so eine kleine Abfahrt haben. Ne? Dann können wir von hier vielleicht so runter. So. Und dann geht's hier dann entsprechend eine Skipiste runter. Ne? Sieht auch ganz schlecht aus. So. Und dann arbeite ich weiter hier an dem Hügel.
So, hier schütten wir das Ganze auf. So. Und hier rüber. Und dann auch bis zu den Straßenbahngleisen. So, dann hätten wir dann hier die Trennung. Erstmal. Ne? Wir können das ja immer noch verbessern. So, hier rüber. So. Und dann hätten wir hier schön natürlich das Ganze gebaut. Finde ich jetzt. So. Das muss leider auch weg. Sorry. So. Haben die schon wieder gebaut? Hört doch auf. Ich will nicht, dass ihr baut. So, jetzt können wir hier den Kreisverkehr wieder abschließen. Vielleicht auch gerade. So. Schwupp. So. Dann passt es ja, ne? Es müssen natürlich alle, die jetzt hier in die Weltkarte wollen, hier einmal komplett rum zum Hafen oder wir drehen das hier um. Und führen hier wieder eins raus Richtung Kreisverkehr. Ich glaube, das ist am besten. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir den Kreisverkehr richtig hinbauen. Ich würde sagen, ein großer Kreisverkehr soll die Basis sein, dass wir da auch auf jeden Fall in der Mitte was bauen können. So. Ich glaube, hier ist ganz gut. Dann brauchen wir sechsspurige Straße. Mit Bäumchen. Mache ich jetzt mal hier außen. So. Strom. Kriegen wir nicht schon Strom hier rüber? Ja. Schön. Packe ich das nochmal hier ran. So. Und dann können wir nämlich diese Stromleitung auch abbauen. So. So, ich habe da schon eine Idee, aber ich weiß noch nicht, ob es mir gelingt, deswegen schauen wir erstmal. Also ich möchte eigentlich so in der Mitte Arc de Triomphe oder Arc de Triomphe, Arc de Triomphe aufbauen und einen Kreisverkehr in der Mitte haben und einen Kreisverkehr außen. Ja, das ist so der Plan. Schauen wir mal, ob es mir gelingt. So, hier, das erweitere ich mal um ein Kästchen. Hoffentlich passt das noch vom Winkel. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich sind wir hier schon im Berg. Schauen wir mal. So, überall um eins erweitert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt geht. Ja, gerade noch so, ne? Ah, nee. Ist ein bisschen zu weit. Ist ein bisschen zu weit. So, dann nochmal. Erstmal hier oben. Hier müssen wir ein ganzes Kästchen und ein halbes. So. Ich glaube, das ist besser. So, jetzt hier rüber. Das sieht schon mal gut aus. Darüber. Aha. So, jetzt kann ich das abbauen. Auch wieder ein Kästchen und ein halbes. So, und dann darüber. Und hier rüber. Schön. Ja, wie so ein Autolenkrad. Ne? Schön. Und man kann es vor allen Dingen aus dem Weltall erkennen. Ja. Die erste Straßenstruktur, die man aus dem Weltall erkennen kann. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt schließe ich hier die sechsspurige Einbahnstraße an. So ein bisschen mit Brücke wahrscheinlich dann rüber. Oder nee. Ach, schön. Den Hügel runter. Klasse. Boah, das macht Spaß. Mit dem Roller runter. Juhu! So. Dann nehmen wir aber hier die Straße weg, dass es keine Kreuzung sein wird. Das hier auch. Schön. Das sieht gut aus. So.
Dann natürlich auch das Ganze wieder mit Einbahnstraße. Hoppla, was ist denn hier? So. Aha, schön. Okay, so dann hier rein. Und hier raus. Dann hätten wir das so ein bisschen aufgeteilt. Beziehungsweise hier könnten wir auch zweispurig lassen, ne? Ist vielleicht doch besser. Sonst muss man wirklich viel fahren. Ne? Also hier kann man rein und raus und hier in den Kreiseln. Da geht es natürlich immer nur entgegen des Uhrzeigersinns. So, jetzt können wir die Straße hier neu bauen. Schön gerade dran. Oder so. Jo. Schön. So, das und dann natürlich hier die Hauptstraße dann hier rüber verbunden. Vielleicht auch so ein bisschen geschwungen. So. Ja, das sieht doch schon ganz anders aus. Das sieht doch schon ganz, ganz anders aus. Hier könnten wir auch noch ein kleines Sträßchen machen. So, hier rüber vielleicht. So. Jawoll. Sehr schön. Ja, viel, viel besser. Und dann schließen wir das Ganze natürlich hier noch an. Diese Verbindung, weiß ich gar nicht, ist das noch nötig? Ist das noch nötig? Vielleicht können wir das hier mit verbinden. Hier rüber. Nehme ich einfach mal zweispurig erstmal. Hier rüber. Vielleicht schon mal mit einer Brücke hier raus. Und dann da lang. So. Das Krankenhaus muss wieder rüber. Vielleicht auch mit Park noch dazwischen. Moment. Moment, Moment. Vielleicht noch mit Park. Komm, ich setze einfach mal das Gebäude hier ab und dann... So, dann packen wir den Park einfach hier links daneben oder so. Schauen wir mal, wie es passt. So. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. So. Bibliothek. Du meine Güte. Immer noch. Wohin damit? Wohin damit? Hier wäre jetzt ein Platz entstanden. Packe ich einfach mal hier rauf. So. Und dann können wir das hier alles bebauen. Ah, ich freue mich. Sehr gut. So, null. Sehr gut. Dann kann der Friedhof versetzt werden. Hier passt es nicht so wirklich. Hier würde es gehen. Hier ist eigentlich eine ganz schöne Stelle. Dahin, so. Die Straße kommt auch weg. Erstmal. So. Und dann bauen wir dann entsprechend von hier eine Verbindung hier rüber. Vielleicht auch leicht geschwungen. Und so. Ah, schön, es hat geklappt. Es hat geklappt. So, das ist eigentlich auch zu viel, ne? Sieht auf jeden Fall besser aus. So, jetzt müssen wir uns nur hier drinnen was überlegen. Wie wir das gestalten. Vielleicht machen wir hier so kleine Nebensträßchen. Hier raus. Weil alles jetzt anschließen möchte ich es nicht, denn dann hätten wir den Kreisverkehr zu oft unterbrochen. Das möchte ich eigentlich allein hiermit dann entsprechend bedienen. Vielleicht machen wir das so wie so eine Uhr, ne? Also einmal hier, fangen wir an mit 3 Uhr. So, dann 6 Uhr.
9 Uhr. So, und dann zwischen 1 und 2. Und so weiter. So. Sieht aus wie so ein Schiffsrad, ne? Wie so ein Steuerrad beim Schiff. Das Piratensteuerrad. Wie schön. Ja, also mir gefällt's. Schauen wir mal, ob wir das hier zweispurig lassen. Weil irgendwie reicht das, ne? Zweispurig. Sieht das nochmal schöner. Dann sieht das nochmal schöner aus. Okay, so. Nachfrage nach Wohngebieten. Dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Packen hier überall Wohngebiet rein. Schön am Fluss gelegen. So, wunderbar. Und dann auch hier in den Riesenkreisel Wohngebiet reingesetzt. Schön. Ach, herrlich. So, das kann sich wieder befüllen. Und dann brauchen wir vielleicht noch einen Park oder Feuerwehr natürlich. So, das kann hier rüber. So. Also mir gefällt es jetzt etwas besser. Und dann schließen wir natürlich auch hier wieder eine Straße an. Nur, dass wir bitte nicht die Ruine kaputt machen. Nicht die Ruine. So, das sieht nicht so gut aus. Das sieht ganz gut aus. So. Und das mache ich wahrscheinlich dann auch einfach nur sechsspurig, ohne Einbahnstraße. So. Ich glaube, das ist doch sinnvoller jetzt. Hier rüber und dann fährt alles Richtung Hafen. Und es wird auch gut genutzt, ne? So, das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Hier könnten wir die Straße noch breiter machen. Moment. Da fehlt noch ein bisschen was. So. Hoppla. Nein, nein, nein. Schon gut. Ihr könnt hier langfahren. Nee, nee. War Spaß. Kommt schon. Fahrt. So, und hier, ja, geht es natürlich dann entsprechend rein und raus. Wie schön. So, dann haben wir das. Und ich wollte ja auf jeden Fall im Rio de Janeiro-Dorf noch was aufbauen. Ihr hattet euch gewünscht, ein bisschen mehr Bäume. Können wir natürlich schauen. Hier, Bäume. Was nehme ich da? Eine Eiche zum Beispiel. Oder Baum mit Blättern. Vielleicht nicht so ganz so groß. Hier so eine Eiche ist ganz gut. Riesen-Mammutbaum. Oh, Alter. Riesen-Mammutbäume. Das ist natürlich auch krass. Blütenbaum ist ein Traum. Blütenbaum 3. Chinesische Hanfpflanze. Oh, oder Schwarzkiefer. Hanfpalme. Entschuldigung. Zuckerahorn. Ich glaube, hier die Hanfpalme. Da könnte man was draus machen. Ne? So ein bisschen brasilianisch, ne? Ich glaube, ich pflanze hier mal Hanfpalmen. So, einfach mal dazwischen. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Klasse. So, vielleicht auch hier. So ein paar Hanfpalmen da rein. So. So, hier auch ein bisschen begrünen. So. Palmengarten. Also mir gefällt's. Sieht ein bisschen exotischer aus, ne? So. Aber hier fehlt noch irgendwas. Hier ist ein kleines Häuschen, die Holzresidenz. Schön. Also eigentlich wollte ich es nicht, dass hier oben noch gebaut wird. Das müssen wir irgendwie abschaffen. So. Wir bauen hier einfach was anderes hin. Und zwar, wie wäre es mit so einer Fressbude irgendwie? Für die Touristen. Und ein paar Bänke. Wo haben wir denn hier so eine Bude? Ah, ein Eiscremewagen. Wie schön. Dann nehme ich mal den Eiscremewagen. So. Hier kommt der Eiscremewagen hin. Und hier haben wir noch Imbiss. Schön. Kommt ja auch noch Imbiss hin. So. Und dann exklusiv
für Oma Erna und Opa Willi hier nochmal schöne Tischlein hier rein. So. Wie schön. Jetzt können sie kommen. Oma Erna und Opa Willi. Das wäre gut. Wo sind sie eigentlich? Wo sind sie denn? Ah, hier, auf der Bank. Oma Erna und Opa Willi. So, Ernalein, schau mal, da drüben. Der Ernalein hat einen Eiscremewagen gebaut und einen Imbiss. Ja, möchtest du ein Eis? Ach, Willi, du vergisst doch bestimmt wieder, was ich will. Nein, Erna, komm, sag. Kein Problem. Also, du bist genauso vergesslich wie ich. Sag einfach, was du haben willst. Ich möchte einmal Erdbeere, einmal Stracciatella und einmal Waldmeister. Okay, alles klar, ich geh's holen. So, kein Problem. Ah, da kommt er wieder. So, Erdalein, bitteschön. Zwei große Pommes. Siehst du, ich habe es dir doch gesagt. Du hast die Mayonnaise vergessen. Okay, alles klar. Also, ich glaube, die beiden tun sich nicht wirklich viel. Von wegen Gedächtnis. Aber gut, macht ja nichts. So, hier ist wieder ein bisschen Stau. Aber das lösen wir dann vielleicht in der nächsten Folge. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Und sage, bis gleich, ihr Lieben. Macht's gut.